erstmal muss man sagen, diese Stolperschläge, diese Extraschläge sind harmlos. Kein Grund zur Beunruhigung. Wenn man doch beunruhigt ist und das abgeklärt haben will, dann sollte man ein EKG schreiben lassen. Und dann sind die ersten Maßnahmen in der Regel, dass man Elektrolyte zuführt, also Magnesium, Kalium ersetzt. Das kriegt man im Reformhaus, in der Drogerie und kann dann gucken, ob diese Extraschläge dadurch weniger werden. Aber im Zweifel lieber einmal ein EKG schreiben lassen und nachschauen, woran es liegt. Das ist eine schwierige Frage, weil es gibt unheimlich viele Ursachen für eine Herzschwäche. Wenn eine Herzschwäche vorliegt, muss man erstmal schauen, woran es liegt. Liegt es an den Herzklappen primär? Liegt es an dem Herzmuskel oder liegt es an den Herzkranzgefäßen? Und je nachdem, was die Ursache ist dafür, kann das erworben sein, also im Laufe des Lebens aufgetreten sein, oder es kann auch vererbbar sein. Zum Beispiel bei einer Herzmuskelschwäche. Insofern muss man erstmal eine genaue Diagnose stellen. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das sagt sich immer so leicht, wenn man sich gut bewegen kann. Wir wissen auch, dass viele Menschen, ältere Menschen aufgrund von orthopädischen Erkrankungen, Übergewicht, Probleme haben, sich regelmäßig zu bewegen. Und dann ist das oft ein Teufelskreis, der dann eben in Richtung Übergewicht, in Richtung Diabetes gehen kann mit allen Risikoproblemen, die es gibt. Also sicherlich zur Vorbeugung, wenn man es kann, die Balance halten zwischen regelmäßiger Bewegung, körperlicher Aktivität und einer vernünftigen, ausgewogenen Ernährung.